Hey und jetzt kommen auf dem kleinen Ethertech zurück. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt hier nicht die letzte Quest, die wir noch in Panda machen können. Das wäre das Legionstraining. Das spare ich mir für irgendwann anders auf, sondern ich werde jetzt hier ganz entspannt die Kampagne weitermachen. Das heißt, die Deva-Zertifizierung. Ich soll ganz unten die Teleportstatue verwenden, um ins Konvent zu kommen. Ich werde mich erstmal mit dieser Teleportstatue nach unten porten, weil ich sehr lauffaul bin und ich habe so gut wie keinen China. Die Idee schmeiße ich mal lieber beiseite. Ich kann mal schauen, ob ich gerade im China Cap für kleine Chars bin. Das ist ja, wenn ihr mit eurem Main verkauft, könnt ihr entsprechend weniger bei kleinen Chars verkaufen. Die haben nämlich ein anderes Cap und ist ganz kompliziert Weiß, und wer es nehmt gibt. es einfach so hin. Nein. Okay. Das ist, umso kleiner der Char, umso geringer das Level, umso weniger China könnt ihr an den NPC verkaufen. Oder Items für China. Wenn ich jetzt mit dem großen Char schon über diesen Betrag hinaus bin, mit dem großen Char kann ich weiterhin verkaufen. Aber mit allen Chars, die kleiner sind, kann ich nicht verkaufen. Und entsprechend kann sich da durchaus mal etwas ansammeln. Wie man ja bei mir im Inventar super sehen kann. Das Buch können wir aktivieren. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen suboptimal. Das können wir wegschmeißen. Nehmen wir jetzt hier vorne. Ach, die Weekly Quest, ne? Habe ich ja ganz vergessen, dass die mir wieder zuweisen kann. Weil es ist für mich eine andere Woche als beim letzten Mal. Gut, gehe ich in den Shop. Könnt ihr machen, solange bis ihr Level 65? Level 65 seid, könnt ihr jedes Mal so eine Fünferbox mit uralten Teilen euch zuweisen. Da müssten wir jetzt hier vorne auf alle Artikel, Relevanz, Preis. Was genau brauche ich dann nochmal? Die Schokolade, okay, da ist die Schokolade. So, dann haben wir jetzt die Schokolade hier bekommen. Okay, ich glaube, da war ein Stigma drin. Ich schaue mir das mal wann anders an. Nicht, dass da noch irgendwas im Text drin steht. Nein, bestimmt nicht. Das ist aufnahmetauglich. Aber ich möchte gerade einfach nichts mit Stigma zu tun haben. Wir sind noch ein bisschen zu klein, um. Jetzt habe ich mir den Satz da nicht durch. Egal, ich muss mir nicht das vom Teleporter durchlesen. Das ist ein Gegenstand in dem Sinne. Ich muss wieder in diesen Modus reinkommen, dass ich ja mich mit den NPCs tatsächlicherweise unterhalte. Finde auch sehr schön unser hässlicher Tech. Aber okay. Seid gegrüßt, Deva. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Aufstieg zur Deva-Azir. Gebt euer Bestes für Asmodee. Es wäre großartig, wenn Gebieter Marutan euch persönlich treffen könnte. Seid nicht enttäuscht. Wenn es euer Schicksal ist, werdet ihr ihn bald treffen. Da wählen wir uns natürlich wieder das magische Futter aus. Und haben jetzt hier die Kampagne abgeschlossen. Kommt zur, naja, Seid gegrüßt, Pandemonium-Kampagne. Deva. Ihr fragt euch, warum ich auf Lord Marutans Stuhl sitze. Was habt ihr vor, Assyr? Wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, würde ich euch gerne zu Archonten der Dämmerung ernennen. Was sagt ihr dazu? Natürlich wollen wir das gerne. Ich erteile euch diesen Befehl als Archont der Dämmerung. Geht nach Beluslan und untersucht den Verbleib des Odella. Ihr werdet dort bereits erwartet, also macht euch gleich auf den Weg. Das machen wir natürlich gerne. Wir gehen jetzt hier wieder zurück zum Teleporter. Dafür müssen wir erstmal die Teleportstatue wieder benutzen. Ne? Wer hier alleine und verloren war und nicht wusste, wohin. Vorne zurück mit der Teleportstatue. Ich kann ja jetzt mal lesen. Auf dem Schild ist eine Inschrift eingraviert. Wenn die siegreich triumphierenden Trompeten in Pandemonium. Was? Ach, Singular. Trompete in Pandemonium erschallt, wird der imperianische Gebieter Lord Marutan auf der Wifrostbrücke zurückkehren. Mögt bis dahin all jene, die diese Worte lesen, mit Arm und Klauen denen beistehen, die im Schatten kämpfen. Okay. Nehmen wir jetzt so hin. Das war ein sehr interessanter Text. So, wir sollen jetzt hier zum Teleporter Doman. Ist natürlich ganz am Anfang. Da vorne ist er. Der wird uns auch nicht wirklich angezeigt, ne? Also wenn wir jetzt hier auf Suchen gehen würden, wird er uns angezeigt. Aber ansonsten, ja, auf der Karte ist er nicht markiert, was ich ein bisschen ungünstig finde. Naja. Ich Hi. hoffe, das Schicksal Ihr findet uns wollt bei Treffen. Pandemonium verlassen? Nennt mir einfach euer Ziel, dann schicke ich euch hin.
Oh, ihr könnt übrigens auch mit der Weltkarte. Was? Ich kann mit der Weltkarte M porten? Nein, kann ich nicht. Das finde ich missverständlich. Durch die Teleportation könnt ihr auf eine einfache Art reisen. So, wir müssen nach Belusan, wie uns das da oben gesagt wird. Wenn es das Schicksal erlaubt. Ich muss deutlich aufpassen mit dem, wie viel China ich beim Porten ausgebe oder alternativ nachher ein Item mit meinem Main kaufen, weil ich wegen meinem Main, weil ich dummerweise eben was verkauft habe, hier gar nichts verkaufen kann. So. Wir müssen jetzt hier mit Cheska reden, beziehungsweise eigentlich mit Cheska 2. Cheska ist ja auch so unser Best Buddy, was das angeht. Ihr seht, wir sind jetzt hier im Belusan. Das ist das Nachfolgegebiet. Das ist quasi das erste, wo wir jetzt nach Ischalgen reinkommen. Ich kann ja mal ein bisschen mehr zeigen. So. Hat sich zwar ein Bild bei Steam gemacht, aber nicht so wichtig. So sieht das hier aus. Da oben ist auch ein Portal, was damals mal in den Abyss geführt hatte. Aber das gibt es ja leider nicht mehr. Früher ist das erste Gebiet nach Ischalgen Altgard gewesen. War auch ein sehr, sehr, sehr schönes Gebiet. Leider, leider ist es weg. Cheska 2, hi. Ihr seid also auch angekommen. Asuya, ihr seid auch zu Achonten der Dämmerung ernannt worden, Glückwunsch. Also, sie ist genauso wie wir eine Achont der Dämmerung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Nun geht und untersucht die Balaur-Festung, natürlich, die Belusan-Festung. Dort gibt es nämlich sehr viel zu entdecken. Sind jetzt hier Level 11 geworden und schon fast Level 12, also EP-technisch gibt es hier natürlich sehr viel. Wir haben hier eine neue Tutorial bekommen. Was ist das denn eins? Anpassbare Fertigkeiten. Okay, können wir uns mal anschauen. Wieso kann ich nicht starten? War ich gerade im Kampfmodus. Wieso kann ich das nicht starten? Okay, nehme ich so hin. Machen wir irgendwann anders. Das, was ihr gerade eben gesehen habt, ja, wir können hier fliegen. Das ist das erste Gebiet, in dem wir offiziell fliegen können, wo so ein richtig schönes Fluggebiet ist. Wir als Etatech sind ein bisschen was Besonderes, weil wir so... Erstens, wir haben halt voll die stylischen Drehungen, mal ehrlich. Das macht kein anderer beim Fliegen. Und wir haben statt allen anderen, alle anderen haben Flügel. Das ist so, wenn wir außerhalb des Techs sind, haben wir auch Flügel. Wir haben stattdessen solche Düsen hinten dran. Da muss ich einskrätschen. Es gibt einen Skin, einen Flügelskin, wo auch normale Schars solche Düsen haben. Aber halt nicht so cool wie. Ups. Nicht so cool wie beim Etatech. Also, das ist schon was Besonderes. Wenn man jetzt hier gleitet, sieht es so aus. Sprinten kann ich jetzt noch nicht bei meiner. Ich zeige euch noch, wie Sprinten aussieht. Kann ich noch nicht sprinten? Ach genau, ich brauche ja Flügel, die Fertigkeit haben zu sprinten. Oh, bin ich dumm. Wir machen mit der Kampagne weiter. Ihr seid also auch angekommen. Asuya, alles in Ordnung? Ihr scheint unversehrt zu sein. Ja, das sind wir. Wir waren doch noch nicht außerhalb. Ihr seid also auch angekommen. Was? Wir haben doch das schon gelesen. Die Belusan-Festung zum ersten Mal betreten, müssen sich dem Hohepriester Grund vorstellen. Geht. Machen wir gerne. Ich finde auch nett, dass du mir abgenommen hast, das vorzulesen. Grund ist, wenn wir hier vorne reinlaufen. Direkt da, wenn wir reinlaufen. Es hat schon seinen Grund, dass er da steht. Der Vorteil ist auf unserer Seite. Möge Asphel euch behüten. Willkommen, Asuya. Seid ihr zum ersten Mal im Moorheim? Wir nicken. Ich werde euch alles erzählen, was ich weiß. Der Name Belusan bedeutet schönes Land. Belusan galt einst als der schönste Teil Etreas, als Paradies. Doch inzwischen ist diese Gegend für Menschen praktisch unbewohnbar geworden. Nur die hellsten Köpfe werden hierher versandt und Belusan schien sich wieder zu erholen. Doch die Balaur und die Lefaristen haben all unsere Mühen zunichte gemacht. Das ist, was ich euch, Das ist, was ich dazu sagen kann. Nun erzählt mir, welche Aufgabe ihr hier durchführen sollt, Asuya. Sagen wir, ich bin auf der Suche nach dem wunderschönen, verschwundenen Odella aus Ischalgen. Ich entschuldige mich, für mich ist ein bisschen spät. Der Wiederaufbau ist noch in vollem Gange. Deshalb können wir keine Nachrichten aus weiter Ferne empfangen.
Okay. Es tut mir wirklich leid. Ihr müsst wohl selbst einen Weg finden. Asyr. Mögen die fünf Gebieter euch behüten. Müssen wir mit Cheska reden, sehen aber jetzt auch, es gibt hier auch noch andere Quests. Ich denke, wir schließen die Kampagne bei Cheska ab und dann gehen wir mal ein bisschen hier die Quest lang, die es hier so gibt. Da vorne ist auch gerade jemand Level abgegangen. Ich finde, das sieht immer so stylisch aus. Ihr seid also auch angekommen. Also, natürlich, Asyr. Ihr müsst euch gut vorbereiten, wenn ihr die Mission in Bedus-Lan ausführen wollt. Ah, außerdem wäre es gut, wenn ihr euch den Festungsbewohnern vorstellt und euch ihre Gesichter merkt. Da kriegen wir jetzt hier Schuhe und das Level ab. Und hier heißt es jetzt, um die Kampagne machen zu können, müssen wir durch Regionsquests, die es hier nun mal gibt, das heißt alle möglichen Quests, die hier sind, erstmal Level 14 erreichen. Das heißt, wir haben gar keine andere Wahl, als jetzt hier Quests zu machen. Gut, wir hätten die Wahl, unendlich viele Mobs zu töten. Aber nein. Wir fangen am besten mal mit dem an, dass wir nochmal das Tutorial versuchen. Nö. Keine Ahnung, wieso ich es nicht starten kann. Vielleicht, weil ich im Tech bin. Wir gehen mal aus dem Tech raus und dann schaue ich mal, ob es dann geht. Tada! Es geht. Ihr dürft es nicht im Tech machen. Also, ihr seid meinem Ruf gefolgt. Nun ist die Zeit gekommen, da ich mein Wissen über die anpassbaren Fertigkeiten mit euch teile. Kleiner Einwand von mir. Ich finde, die anpassbaren Fertigkeiten sind ein absolut nutzloses Feature. Und man braucht es nicht. Und es klappt genauso gut ohne, wenn nicht sogar besser. Es gibt nur einen einzigen Skill, bei dem wir es auch gezeigt bekommen, wo es sinnvoll ist. Und das ist bei Rückkehr. Klickt zunächst rechts unten auf Start, um das Menü zu öffnen. Wenn ihr auf Fertigkeiten klickt, öffnet sich das Fertigkeitenfenster. Hier könnt ihr alle Fertigkeiten überprüfen. Da oben. Ihr könnt alternativ auch K drücken. Wählt im oberen Bereich des Fertigkeitenfensters den Reiter anpassbare Fertigkeitenketten aus. Fertigkeiten, die in diesem Fenster registriert, werden als Kettenfertigkeiten verwendet. Wählt eine Fertigkeit aus und zieht sie in die Verankerung für Kettenfertigkeiten. Machen wir jetzt den Linksklick, kann das jetzt frei bewegen. Registriert diese Fertigkeit in der ersten freien Verankerung für Kettenfertigkeiten. Also ihr müsst Linksklick gedrückt halten und dann lasst ihr hier hinten Linksklick los. Wählt anschließend eine weitere Fertigkeit aus und zieht sie in die Verankerung für Kettenfertigkeiten. Wieder Linksklick gedrückt halten. Registriert die Fertigkeit in der zweiten freien Verankerung. Die so entstandene Kettenfertigkeit kann in die Aktionsleiste registriert werden. Klingt kompliziert, aber mit ein bisschen Übung klappt das schon. Geschickt eingesetzt können anpassbare Fertigkeiten eine große Hilfe sein. Ich hoffe, dass euch dieses Wissen bei eurer Entwicklung von Nutzen sein wird. Und dazu kann ich jetzt nur sagen, es wird niemals von mir irgendeine empfohlene Kettenfertigkeit für den SM kommen. Ihr müsst so schnell durchrotieren und situationsabhängig Skills auswählen, dass es einfach unpassend ist, eine Kettenfertigkeit zu nehmen. Es ist einfach, eure Cooldowns sind so schnell wieder da, dass dann wieder der erste Skill in der Kettenfertigkeit ist und dann klappt das nicht, jenes nicht. Lasst es einfach sein, ihr habt genug Platz unten, dass ihr eure Skills reinpacken könnt. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann drückt mal O auf Optionen. Dann bei Aktionsleiste könnt ihr euch noch drei weitere Leisten dazu packen. Schaut euch mal an, wie viele das sind. Wir verschieben das hier mal ein bisschen über die Fragezeichen, wo ich mich noch entscheiden muss, was ich mit denen mache. Ich mach's mal eben wie auf meinem SM. So. Ihr habt so viel Platz für Skills, die ihr alle keybinden könnt, was ich empfehle. Ich bin kein Fan vom Klicken. Beim Klicken kann man wirklich sagen, Kettenfertigkeiten haben einen gewissen Sinn, da du nicht so weit die Maus bewegen musst. Aber zu klicken hat keinen Sinn. Also, wir müssen uns aber die einzig sinnvolle Kettenfertigkeit noch reinziehen. Geht ihr wieder K, habe ich jetzt gemacht. Ich bin noch in dem Reiter drinne. Wähle dann die aus und ersetze da meine Rückkehr. Es ist nämlich jetzt so, wenn ich jetzt Cooldown auf der normalen Rückkehr habe, die ja 20 Minuten Cooldown hat, dann wird mir dort die lange Rückkehr, beziehungsweise in dem da steht schnelle Rückkehr, aber ganz ehrlich, das Ding ist nicht schnell.
gegeben, dann ist so lange das dort, dass ich das anklicke. Und das, ja, macht halt in gewisser Weise Sinn. Weil ihr so oder so eins von beiden nutzen könnt. Also ihr könnt jetzt nicht zum Obelisken gehen und zum Obelisken gehen. Also das macht keinen Sinn, diese Skills unabhängig voneinander zu betrachten. Wir machen aber weiter. Jetzt mit dem Flugtraining. Blut für Blut. Ich habe wohl schon viel erlebt. Also ja, kriegen wir ein bisschen Ki noch. Nice. Wenn ihr schon hier seid, solltet ihr eure Flugfähigkeiten schulen, indem ihr die schwierige Flugprüfung absolviert. Unerfahrenheit im Flug kann euch in der Schlacht um den Abyss schnell zum Verhängnis werden. Da muss ich jetzt leider sagen, es gibt keinen Schlacht mehr um den Abyss. Es gibt allgemein, außer in einer PvP-Arena, keinen Flugfight mehr. Nichts. Wir haben ja noch nicht mal richtige Fluggebiete. Ihr habt kein Flug-PvP. Dementsprechend ist diese Aussage hier nicht mehr zeitgemäß. Ich persönlich hoffe ja, dass der Abyss irgendwann wieder zugänglich wird, weil die Raids waren ein bisschen besser als der Lagrum-Raid. Also der ist halt einfach komplett scheiße. Nun, wir machen weiter. Werdet ihr euch der schwierigen Flugprüfung unterziehen? Flugausbilder Voika wird euch mehr darüber erzählen. Er wird euch den genauen Prüfungsablauf erklären. Na dann, ein gutes Gelingen. Wir werden jetzt hier geportet. Wir sind, Moment. Wir waren eben irgendwie da? Nee, da. Diese Flugprüfung war früher in Altgard und ganz zu Anfang gab es weder diese Strömung noch die Lichter über den Teilen. Und man musste mit der Videosequenz, die es das gab, herausfinden, in welcher Reihenfolge man die Dinger fliegen musste. Also ihr seht ja, da sind solche Pünktchen. Das war sehr anstrengend. Die Flugprüfung war hart. Wollt ihr die Flugprüfung ablegen? Dann seht nach oben. So, seht ihr die riesigen Ringe über der Festung? Ihr besteht die Prüfung, wenn ihr alle 6 Ringe innerhalb einer bestimmten Zeit durchfliegt. Jedes Mal, wenn ihr einen Ring passiert, erhöht sich die Fluggeschwindigkeit vorübergehend und die Flugdauer wird verlängert. Also, ich kriege Flugzeit wieder dazu. So könnt ihr alle Ringe in der vorgegebenen Zeit durchfliegen. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit für die Prüfung seid. Ich bin bereit. Wir öffnen unsere Flügel. Und dann gehen wir quasi diese Strömung entlang, die uns nicht mitzieht. Wir müssen hier komplett eigenständig fliegen und fliegen durch den ersten Ring, der direkt hier vorne ist. Manchmal kann es auch sein, dass der nicht aktiviert wird. Dann müsst ihr euch nochmal umdrehen und nochmal durchfliegen. Es ist immer da ein bisschen vorsichtig sein, ob es tatsächlicherweise Bling gemacht hat. Ihr merkt, wir sind deutlich schneller geworden im Vergleich zu dem, wo wir angeflogen sind. Fliegen hier einmal quasi durch. Das ist sehr, sehr einfach, wenn man bedenkt, dass es jetzt diese Strömung gibt und die blinkenden Lichter und bla. Und jetzt ist wichtig, den NPC wiederzufinden, der hier vorne ist. Okay. So. Der Hi. Wind weht heute besonders stark. Gratulation. Ihr habt alle 6 Ringe in der vorgegebenen Zeit durchflogen und die Prüfung bestanden. Ihr habt wohl viel geübt. Ja, ich habe schon sehr viel Flugzeit gehabt insgesamt, also die ich unterwegs war. Geht nun zu Gott. Giffy? Und erzählt ihm von eurem Erfolg. Werden wir machen. Wir gehen zum Flugtransporter Gilfi. Der befindet sich da vorne. Es bietet sich natürlich an, wenn wir eh fliegen können, zu fliegen. Wir haben jetzt hier eine Fluggeschwindigkeit von 9,0. Wenn ich jetzt landen würde, sehen wir, wir haben eine Laufgeschwindigkeit von 6,0. Im Flug seid ihr auch schneller als im Laufen. Jetzt, außer ihr habt halt im Laufen irgendwelche Buffs drauf und im Flug nicht. Die schnellste Laufgeschwindigkeit ist 12,0. Also, da wurde mir jetzt erklärt, das bedeutet, dass ihr 12,0, also 12 Meter pro Sekunde zurücklegt. Und im Fliegen ist es 16 Meter pro Sekunde. Was sagt meine Liste? Ja, geht in Ordnung. Oder? Ich meine das jetzt. Ah, ihr seid es, Azur. Das war ein hervorragender Flug. Euer Gesichtsausdruck verrät mir, dass ihr die Prüfung mit Bravour gemeistert habt. Ihr verfügt über ein starkes Paar Flügel und vortreffliche Flugkünste. Ihr seid ein wahrer Glücksgriff. Heißt nicht Glücksgriff mit S dazwischen? Nicht Glückgriff? Naja, für die Asmodia. Endlich haben wir jemanden,
der für uns im Abyss kämpfen kann. Super. Haben jetzt die erste Quest gemeistert, die es hier gibt. Dann haben wir noch zwei weitere. Einmal auf ein angeborenes Leben in der Festung und fatale Fragmentstücke. Wir werden erstmal hier auf ein Blablabla, ne? Das, was ich eben vorgelesen hatte. Wir haben auch wieder andere Festungsbewohner, mit denen wir aber nicht wirklich ins Gespräch kommen. Guten Tag. Oh, einen guten Tag dir auch. Die Bewohner der Belisan-Festung haben sicherlich mehr Sorgen als andere Festungsbewohner. Immerhin fallen Fragmente herunter und die Festung könnte einstürzen. Außerdem leben sehr viele gefährliche Lebewesen in der Umgebung. Doch wir haben nicht genug Achontenwächer, um die Situation in den Griff zu bekommen. Deshalb sind wir ständig auf der Suche nach Devas, die Missionen übernehmen. Eure Aufgabe besteht darin, die Flachland-Vespien zu besiegen. Die Vespien sehen zwar nicht besonders gefährlich aus, aber hütet euch vor dem Pulver, das von ihrem Flügeln fällt. Wenn ihr es... lustig. Wenn ihr es in die Augen kriegt... Warte, wenn ihr es in die Augen kriegt, könnt ihr erblinden. Könnt ihr erblinden. Wollt ihr die Aufgabe übernehmen? Ja, natürlich möchten wir das. Ich möchte auch gerne blind werden. Wir werden aber gleichzeitig uns auch die andere Quest annehmen. Falls wir nämlich aus der Festung rauslaufen, können wir alles mitnehmen, was es in der Festung gibt. Denn wie ihr schon gesehen habt, wir haben hier innerhalb keine Mobs. War das nicht hier? Ach nee, Moment, einen weiter. Das geschieht mir immer in der Belosan-Festung. Die richtige Tür zu finden ist nicht gerade einfach. So, hallo, Hot. Hot? Seid gegrüßt. Okay. Pandemonium hat uns eine Deva der Baukunst geschickt. Und ich bin mir sicher, dass sie mit Nachdruck an einer Lösung arbeitet. Dennoch mache ich mir Sorgen um die Sicherheit der Bewohner. Es geht um die Fragmente, die vom Himmel fallen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber doch die Belosan-Festung steht kurz vor dem Einsturz. Das wurde uns eben schon erzählt. Die Belosan-Festung wurde bei der großen Katastrophe schwer beschädigt. Doch die Devas hielten die Zeit an und verhinderten dadurch den weiteren Zerfall des Gebäudes. Doch in letzter Zeit fallen immer wieder Fragmente herunter. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch nichts sagen, weil wir dieses Problem werden lösen können. Deshalb müssen wir die Situation und die Menschen ständig im Auge behalten. Normalerweise kümmere ich mich selbst darum. Doch der Brigadegeneral hat mir einen Befehl erteilt, sodass ich im Moment keine Zeit dafür habe. Würdet ihr die Leute für mich befragen und die Situation untersuchen, Azir? Natürlich machen wir das. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich keine Zeit habe, mich selbst darum zu kümmern. Ich danke euch sehr. Gebt bitte zuerst zu Nornen, diese Namen sind halt echt genial, und erkundigt euch, wie viele Fragmente heute heruntergefallen sind. Sie hält in der Festung Wache, also müsste sie das am besten wissen. Sucht anschließend den Festungsbewohner Regin und fragt ihn, ob ihn die herunterfallenden Fragmente beunruhigen. Trefft euch zu guter Letzt mit der Deva der Baukunst, Bestler, ich habe da einen kleinen Weg gehabt, die aus Pandemonium hergeschickt wurde und fragt sie, ob sie schon etwas Neues herausgefunden hat. Okay, wir dürfen jetzt hier mit drei verschiedenen NPCs reden, schön. Hallo Noren, du läufst hier so hin und her. Hi, na? Das ist eine Jägerin offensichtlicherweise. Oder ein Asser, der gerade Bogen ausgerüstet hat. Oder ein Gladi, der gerade Bogen ausgerüstet hat. Asphelumbra. Der Centurio hat euch also geschickt. Und hier ein kurzer Einschnitt. Es gibt Legionen. In Aion hatten wir ja schon drüber mal geredet. Und der Allerhöchste dort ist der Brigadegeneral. Dann gibt es darunter weitere Ränge. Dazu gehört der Centurio und der Tribun. Ich wollte nur sagen, das hat jetzt einen gewissen Sinn, dass der das sagt. Heute ist glücklicherweise noch kein Fragment herabgefallen. Bisher zumindest.
Wenn es jeden Tag so wäre wie heute, müssten sich die Bewohner keine Sorgen um die Fragmente machen. Bitte sagt Centurio Hot, dass es heute keine besonderen Vorfälle gab. Machen wir gerne. Jetzt müssen wir immer noch mit Regin sprechen. Und wo genau ist die? Irgendwo da hinten angeblich. Mal gucken. Er, I, weiß ich nicht. Ist ein Er. Na du? Blut für Blut. Oh. Regin sieht etwas nervös um sich. Er versucht, euch nicht in die Augen zu sehen. Ist aber ein schüchterner Kleiner. Ehrlich gesagt, verstehe ich die anderen nicht. Sie haben solche Angst, dass sie noch nicht einmal mehr ihre Häuser verlassen. Es fallen zwar ab und zu Steinfragmente vom Himmel, aber es ist nicht so, als ob es Steine regnen würde. Außerdem haben wir einen Deva der Baukunst aus Pandemonium. Sie wird sich schon um das Problem kümmern, berichtet Centurio Hot, dass ich mir trotz der Fragmente keine Sorgen mache. Die nehmen das relativ entspannt, dass denen Steine auf den Kopf fallen. Ich glaube, ich würde ein bisschen anders reagieren. Jetzt hat Deva der Baukunst. Hallo, Bestler. Nicht zu viel Sonne, hoffe ich doch. Erwarten Sie von mir, dass ich die ganze Festung alleine wieder aufbaue? Ich bin kein imperianischer Gebieter. Denn Centurio ist manchmal ganz schön ungeduldig. Er kommt mehrmals am Tag vorbei, um sich ein eigenes Bild zu machen, obwohl ich ihm täglich Bericht erstatte. Heute gibt es noch nichts Neues. Wir konzentrieren uns jetzt mehr auf das Riss-Artefakt als auf das Gebäude. Ich hoffe, dass wir bald neue Erkenntnisse haben werden. Wir wissen noch nicht, warum die Festung bröckelt, aber unser vorrangiges Ziel besteht darin, die Zerstörung aufzuhalten. Im Moment bleibt uns allerdings nichts anderes übrig, als die Risse mit einem Klebemittel zu versiegen, um zu verhindern, dass sie sich wieder ausdehnen. Einmal schön Uhu drüber machen, dann passt das schon. Doch leider ist uns dieses Klebemittel gerade ausgegangen. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können, um das Klebemittel zu beschaffen und die Reparaturen voranzutreiben. Würdet ihr mir den Klebespeichel der Blaukiefer-Varane besorgen, die in der Nähe der Festung leben? Der Speichel der Varane ist äußerst klebrig und härtet beim Austrocknen aus, sodass er sich hervorragend als Klebemittel eignet. Indem wir die Risse im Gebäude mit dem Klebespeichel auffüllen, können wir den Zerfall zumindest fürs Erste aufhalten. Auf dem Hügel vor der Festung leben viele Blaukiefer-Varane. Erledigt sie und sammelt ihren Klebespeichel. Machen wir gerne. Und jetzt merkt ihr, okay, jetzt müssen wir sogar zwei verschiedene Mobs draußen töten. Und das können wir miteinander kombinieren. Wir gehen aber erstmal in den Tech rein. Weil wir ein Ether-Tech sind und die meisten Skills, die wir machen, können wir nur als Ether-Tech machen. Nehmen jetzt auch etwas, was uns eine Laufgeschwindigkeit höher gibt. Und dann gehen wir mal da vorne auf unsere erste Flachland-Wesp hier. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung mehr, was die Skills genau waren. Ich glaube, das vierte ist ein AOE. Oh, okay, das war jetzt etwas, was den komplett weggetötet hat. Schön. Das hier müsste... Was ist das? Auflade, genau. Hat aber auch eine coole Animation, um ehrlich zu sein. Du kannst jetzt hier looten. Da war ein verblasster Kastrall, also so ein Standardzeug. Das könnt ihr nicht angreifen. Wieso konnte ich das jetzt nicht angreifen? Das ist ein relativ schwacher Skill anscheinend. Ja, ich würde das... Ach, zusätzlicher Schaden auf Balaur. Und wahrscheinlich wird das Skill später noch erhöht. Ah, der erste ist ganz nice. Da hinten sind auch ein paar Blaukiefer-Varane, die wir ja auch töten müssen und deren Speichel looten müssen. Ich denke mal, stellen uns jetzt hier passend hin und dann müssen wir hier den vierten Skill. Genau, eine AOE hat beide getroffen. Ich glaube, das ist ganz schön unnötig, dass ich auflade, aber egal. So, Klebespeichel und Klebespeichel müssen die dann auch tatsächlicherweise looten. Machen wir jetzt hier vorne noch den da. Bisschen den einen Skill da ballern. Passt schon irgendwie. Machen wir einen Autotech dazwischen. Und wieder hier den einen Skill. Haben jetzt die fünf getötet. Bisschen Blaukiefer-Varane töten wir noch. Und hier nochmal ein bisschen Damm, Damm, Damm. Ja, wir sind noch sehr schwach. Und muss man auch ehrlicherweise sagen, wir haben auch noch sehr schlechtes Gear. Es ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt hier Welten an Schaden machen. Aber... ganz ehrlich, es ist akzeptabel. So, Klebespeicher. Super. Wir können jetzt hier gleiten. Wir können auch theoretisch hier noch fliegen, aber ich war jetzt gerade irgendwie... Oh, ich hatte mehr Lust zu gleiten.
könnt auch, wenn ihr geschickt seid, wirklich sehr lange gleiten, weil ihr manchmal kriegt ihr so ein klein bisschen Aufwind und dann könnt ihr wirklich sehr lange Strecken gleiten. Aber wir fliegen jetzt hier ein bisschen lang. Solche coolen Drehungen. Ich liebe das. Total. Mein, sieht das nicht einfach toll aus? Ich finde es toll. Es ist halt wirklich was anderes, mit dem Edertech zu fliegen. Nicht zu viel Sonne, hoffe ich doch. Erwarten Sie von mir... Ach, okay. Das ist der Standardtext gewesen. Wir müssen die Ursache für den Zerfall des Gebäudes finden. Die Risse lassen sich nicht ewig mit dem Klebespeicher verschließen. Übrigens, habt ihr den Klebespeicher der Varane beschafft? Da ist ja der Klebespeicher, um den ich euch gebeten habe. Vielen Dank. Ich werde die Achonten damit beauftragen, die Risse mit dem Speicher zu füllen. Seid stark. Wir müssen gleich Hot Bericht erstatten, aber wir müssen auch hier vorne noch für die andere Quest... Was wollte der nochmal? Ach genau, der hatte ja Angst wegen den Mobs draußen. Wünscht ihr etwas von mir? Azuya, ihr seid zurück. Wie ich sehe, habt ihr alle Flachland-Vespien erledigt. Da waren noch ein paar mehr, aber okay. Erzählt mir ganz genau, wie viele Vespien ihr vernichtet habt. Ihr habt den Bewohnern wirklich sehr geholfen. Ich danke euch. Nun können sich die Bewohner wieder unbehelligt im Flachland in der Nähe der Festung aufhalten. Azuya. Haben jetzt hier ein Level abbekommen. Und ja, ein paar Tränke, die uns den Grunde nach nur Laufgeschwindigkeit geben. Und Moment, Ausrufer Hot war ja hier vorne. Ich kann mittlerweile nicht mehr sprechen. Boing, 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 boing. Hi, na? Seid gegrüßt. Ihr seid zurück, Azuya. Habt ihr meinen Auftrag erledigt? Erzählt mir, was Norin, Regin und Bestla gesagt haben. Es beruhigt mich etwas, dass heute noch keine Fragmente heruntergefallen sind. Trotzdem hoffe ich, dass uns das Rissartefakt bei der Suche nach der Ursache voranbringen wird. Je eher wir die Ursache finden, desto schneller können wir Gegenmaßnahmen ergreifen. Und damit sind wir Level 14. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft, mit den Regionsquests so hochzukommen. Aber ich möchte eben was schauen. Und zwar, ob das Rissfragment hier immer noch oben drauf ist. Es wird zwar die ganze Zeit darüber geredet, aber keine von den Quests führt uns jetzt wirklich zum Rissfragment. Und ich meine mich zu erinnern, genau, hier oben ist das Rissfragment. Das, worum das Ganze geht. Und das sieht einem Artefakt sehr ähnlich, aber wir können nicht damit interagieren. Es bleibt ein Mythos, was es damit auf sich hat. Vielleicht kann uns aber der alte Huru ein bisschen was dazu sagen. Alles ändert sich. Das lässt sich nicht ändern. Aber eine Sache bleibt gleich. Nur eine. Wisst ihr welche? Ich meine, Mineralien, Juwelen. Man findet sie überall in Etrea. Selbst im Abyss. Ja, wirklich. Ich begeister mich sehr für Mineralien. Aber das schränkt mich nicht in meinen Pflichten als Deva ein. Mein Steckenpferd gerät mir sogar zum Vorteil. Ich erstatte Bestla, welche Steine er wo verwenden soll, um die Festung zu restaurieren. Ich zerbreche mir aber nicht den ganzen Tag den Kopf über die Festung wie er. Ich sammle lieber Mineralien. Seid stark. Okay, ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass er hier hinten drüber redet. Tut er aber nicht. Schade. Anscheinend erfahren wir nichts mehr Genaues über dieses Artefakt, was hier einfach rumsteht. Gut. Damit würde ich aber sagen, beenden wir die aktuelle Folge. Denkt daran, es wird wieder ein bisschen Pause sein, bis die nächste Etatech-Folge kommt. Ich wünsche euch viel Spaß bei weiteren und bis dann.